und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder ein Vorstellungsvideo einer Firma. Und zwar hat die liebe Mathilde mir mal wieder was zugeschickt. Und ihre Firma heißt Juwelly Nails. Und die zeige ich euch heute mal, was da Schönes gibt. Also wir haben hier drei Gele in der Pinselflasche, a 15 Milliliter. Und das heißt Rhinforce. Und einmal in milchig weiß, einmal in clear und einmal in milchig rosé. Und was das für Gele sind, es sind Fiberglas-Gele. Und einmal in milchig weiß, einmal in milchig rosé und einmal in clear. Diese könnt ihr zur Naturnagelverstärkung nutzen. Und für kleine Reparaturen halt am Nagel. Und ich finde die Farben auch mega cool. Ich trage die euch jetzt alle nochmal auf einen Tipp auf. Die drei Geschichten. Hier. So, ich fange an mit dem milchig Rosé. So, also einmal ordentlich schön hier zur Seite legen. Hier ist einmal das milchig Rosé. Und man kann auch richtig schön erkennen. Es ist wirklich nicht dünn, also es ist wirklich richtig cool. Und jetzt trage ich euch das mal auf. Und wenn ich das aufgetragen habe, ihr könnt das auch in zwei Schichten auftragen, aber ihr müsst halt schauen. Ihr seht das in der Kamera, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Da sind so Fiberglaspartikel drin, also es ist wirklich auch ein festes Gel. Und das hätte ich jetzt einmal aus, damit man gleich schön die ganze Farbe, damit man die richtige Farbe sieht. Dann haben wir einmal das milchig weiß, was ich richtig cool finde, dass man das auch über einen Babyboomer vielleicht machen kann, wenn man so ein bisschen mehr Deckkraft da drinne noch haben möchte. Und ihr seht, wie schön milchig das ist. Also es ist wirklich ein richtig milchig Weiß und nicht so ein, ja, so ein normales, was man halt immer so kennt. Dann haben wir hier einmal noch das Clear. Auch mit Fiberglaspartikeln versetzt, das seht ihr gleich. Aber ist nachher auf der Modellage oder überhaupt so überhaupt nicht mehr zu sehen. Also ja, das ist meine Katze, die möchte raus. Hier seht ihr die Fiberglaspartikel. Die lasse ich auch einmal kurz aushärten und dann hole ich euch zurück. So, hier haben wir einmal das Rosé einmal ausgehärtet. Ich mache jetzt noch eine zweite Schicht davon drauf, falls ihr es ein bisschen kräftiger möchtet. Kann man noch eine zweite Schicht machen. Wie gesagt, die sind wirklich zur Naturnagelverstärkung und werden richtig dünn aufgetragen. Und jetzt seht ihr, wie schön milchig das ist. Also es ist wirklich sehr schön rosa, nicht zu kräftig, nicht zu weißlich. Und bei dem Weiß könnt ihr dann auch nochmal eine zweite Schicht drüber machen, wenn ihr das wollt. Also es hat einen richtig schönen, denn es ist auch so richtig deckend schon. Aber immer noch natürlich deckend. So, das Clear ist auch einmal ausgehärtet. Also wirklich total klasse. So, dann haben wir auf jeden Fall noch wunderschöne neue Unicorn Glittergele. Diese Gele sind aber, sage ich gleich von vornherein, sind Effektgele. Ich habe sie schon alle einmal aufgetragen. Einmal das Silber, einmal das Rot, das Pink, das Rot, das Blau und das Braun. Und das sind wirklich Effektgele. Ich hole euch mal näher ran. Ihr seht das, also sie sind transparent. Aber das macht überhaupt nichts, denn ich habe schon einen auf Weiß aufgetragen gehabt. Und da ist jetzt ein weißer Untergrund und der ist natürlich fast deckend. Und das glitzert und funkelt wie verrückt. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem
noch einmal, wie ich sie aufgetragen habe. Jetzt muss ich einen richtigen Pinsel ergattern. Ja. So, ich nehme auf jeden Fall einmal das Braun. Das ist, ich hoffe, ihr könnt das richtig erkennen im Tegel. Also das funkelt ja wie bekloppt. Und jetzt trage ich euch die einmal so auf. Also ihr seht wirklich, das sind transparente Effektgele, die ihr wirklich über jede Farbe dann halt machen könnt. Aber mit so einem kleinen Brauneinschlag. Aber dieser Glitzer ist doch der absolute Burner, oder? Also ich bin da völlig geflasht von. Und ihr seht das ja auch. Und so sind halt alle Gele. Ich zeige euch die Gele jetzt nochmal im Tegel. Das war einmal das Braun. Ich schaue auch dahin. Dann haben wir einmal das Silber. Auch hier im Tegel. Ihr könnt das sehen, das ist ja absolut der Kracher. Also für alle Leute, die auf Glitzer-Effekt-Gele stehen, ey, da seid ihr hier auf jeden Fall richtig bedient mit. Ich hole euch da mal ein bisschen was raus. Also es ist wirklich wunderschön. Damit könnt ihr richtig geile Sachen machen. Das ist einmal das Silber. Dann kommen wir einmal zu dem Blau. Also das ist so ein richtiges Eisblau, richtig mit Schimmer. Für Weihnachtsdesigner jetzt, wo Weihnachten ja auch kommt, ist das natürlich der absolute Kracher. Macht auf jeden Fall was her. Also ich habe ja erst gedacht, das wären deckende Gele, aber sind es nicht. Also, sie sind wirklich Effektgele, aber mega coole Effektgele. Kann man wirklich nicht anders sagen. Hier kommt dann das Pink. Alter, guckt euch das mal an, das Pink. Auch das glitzert und schimmert wie wahnsinnig. Guckt euch das mal an, auch so in changierenden Glitzerdingern. Ah, meine Kamera steht gerade gar nicht auf. So. Also das ist, da schimmert da Blau, denn also in wirklich allen Farben, wirklich Regenbogen, total toll. So, dann haben wir das Rot. Also es ist auch mega, mega schön. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier im Tegel. Also auch hier in allen möglichen Regenbogenfarben. Total toll. Und dann habe ich noch ein, wo habe ich es hingelegt? Ein Ultraweiß. Das trage ich euch nochmal auf. Weil dieses Ultraweiß ist auch wirklich, wirklich toll. Das ist echt. Ich gehe da wirklich nur so ein bisschen wieder rein und trage euch das jetzt mal auf. Ihr seht die absolute Deckkraft. Also ich kann das auch aufkratzen, wenn ich, also richtig, sogar zu viel genommen. Aber ihr seht, das ist eine absolut deckende weiße Schicht. Dieses Weiß ist der absolute Kracher. Total toll. Härtet auch, die härten auch, das Weiß härtet 60 Sekunden unter UV-LED und für 2 Minuten unter UV. Und ich muss wirklich sagen, ich habe da keine Probleme mit dem Aushärten oder sonst irgendwas. Das gilt auch für die Rainforce, die auch 90, also zwischen 60 und 90 unter UV-LED oder 2 Minuten unter UV. Und denkt bitte bei denen nochmal daran, bitte nicht zu dick auftragen, auch wenn das so gut wie nicht möglich ist, weil sonst wird das wirklich sehr, sehr warm wieder. Aber sind trotzdem super Gele, super toll. Ich werde euch natürlich den Shop und die Facebook-Seite natürlich überall verlinken, in der Infobox. Und zeige euch jetzt nochmal die Farben von nah. Boop. Zack, 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 zack. Also das sind die mega tollen. Ja, ihr seht ja auch, wie das so glitzert schon, ne? Also es sind wirklich wunderschöne Effektgele. Kann ich nicht anders behaupten. Und Mathilde ist auch immer da, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Also es ist wirklich ein Wow-Effekt. Egal, auf welcher Farbe ihr das macht. Sie sind richtig, richtig cool. Ja, ich hoffe, euch hat das Vorstellungsvideo gefallen. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von Jelly Will Needs schon mal was bestellt habt und wie ihr zufrieden seid. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute!